irgendwelche Zutaten, um mal hier einen ordentlichen Schmaus auf den Tisch zu zaubern. Und auch unten unseren Handwerkern haben wir, beziehungsweise Handwerkern, die sich um den Maschinenraum kümmern, kann man so sagen, den haben wir noch nicht diese Upgrades beschafft. Und wir gucken nochmal in unser privates Terminal, was wir jetzt für eine Message erhalten haben. Upgrades haben wir ja noch nicht, oder? Über Upgrades, ne, ungelesene Nachrichten, so. Anweisung vom Severus Oberkommando. Berichten zufolge sind sie derzeit im Omega-Nebel tätig. Wir möchten, dass sie sich um eine Sache auf dem nicht weit entfernten Planeten Lorik im Fata-System kümmern. Aha. Scannen Sie den Planeten nach einer Basis, wo Eclipse unseren Informationen nach einen unserer Agenten festhält. Sie müssten eigentlich seinen Transmitter orten können. Holen Sie ihn raus und falls er nicht mehr gerettet werden kann, sichern Sie alle relevanten Informationen, die Eclipse von ihm erhalten hat. Der Auftrag ist streng geheim, Shepard. Wir verlassen uns auf Ihre Diskretion. Okay. Agenten retten. Das können wir uns auch mal näher ansehen. Aber mir war doch so, als hätten wir noch was auf Omega zu erledigen, oder nicht? Den Professor rekrutieren. Genau, das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Ach, da hinten ist das Fata-System im Prinzip. Wenn wir in diese Richtung fliegen, kommen wir in ein anderes Sonnensystem im Fata-System. Im Moment befinden wir uns im Sonnensystem Sarabarik. Haben 40% von diesem Sonnensystem abgeschlossen. Ich würde sagen, wir landen einfach nochmal auf Omega. Und wir müssen ja noch einen Professor rekrutieren. Ist natürlich die Frage, ob wir jetzt hier noch willkommen sind, nachdem wir Archangel uns angeschlossen haben. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt als erstes auf die Fresse kriegen. So, ich bin ja gespannt. Vielleicht war das mit Garrus auch eine Mission, die wir hätten relativ zum Ende machen sollen auf Omega. Und wir hätten den Professor zuerst rekrutieren sollen, aber wer weiß denn das schon so genau? Ich bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt hier passieren wird. Ach, wir haben Garrus dabei. Wir nehmen aber mal ihn mit und sie mit, weil ich weiß nicht, ob Garrus hier auf Omega noch so gern gesehen ist. Kann ja sein, dass nicht. Ja, Talentpunkte vergeben wir mal später und sagen einfach auswählen, auswählen. Ja, haben wir doch schon beenden. Quarantänewarnung aus den Slums, wo Dr. Morden Solo seine Klinik hat. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Ich habe Suchanfragen nach Berichten über Archangel gestartet. Die verschiedenen Söldnergruppen halten ihn anscheinend für tot. Ja, die halten ihn für tot. Das ist im Prinzip gut. Natürlich auch gut, dass wir ihn jetzt nicht mitgenommen haben. Ach, hier stehen sie an im Prinzip. Das ist da der VIP-Wächter so gesehen. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin, ist die Frage. Ich habe hier keinen Plan. Solar Electronics. Ach, gehen wir halt mal hier rein ins Afterlife. Und guck mal, ob wir irgendwo dem Prozessor vielleicht... dem Professor begegnen. Auch wenn wir uns schon wieder hier eine Infektion holen müssen in diesem nicht gerade sauberen Club. Aber okay, wir schauen mal nach. Da unten ist zu, da kommen wir gar nicht mehr rein. Gris, der hat einen Namen, das heißt, man kann mit dem reden, oder? Aria hat einen Job, der erledigt werden muss. Lust auf ein bisschen Arbeit? Wie sieht der Job aus? Das kommt darauf an, was Aria so vorschwebt. Aria hat Wind davon bekommen, dass ein paar Söldner vom Bloodpack einen alten Bekannten von ihr umlegen wollen. Einen Kroganer namens Oracle. Sie möchte, dass sie das verhindert. Okay, und warum sollen wir den Patriarch beschützen? Wieso ist Aria daran interessiert, ihn zu beschützen? Oracle war in früheren Zeiten einer ihrer erbittertsten Feinde. Jetzt hält sie sich das, was von ihm übrig ist, als lebende Trophäe.
Solange er lebt, ist er ein perfektes Beispiel dafür, was geschieht, wenn man sich mit Arya anlegt. Okay, und warum den Patriarchen töten? Welches Problem hat das Blood Pack mit dem Patriarchen? Ah. Wenn Sie Oracle kennen würden, müssten Sie das nicht fragen. Er kann einfach sein verdammtes Maul nicht halten. Manche Leute stehen gar nicht auf seine Geschichten. Vor allem dann nicht, wenn sie wirklich passiert sind. Okay, und warum fragen Sie mich? Warum kommen Sie damit zu mir? Ist der Job zu schwer für Arias normale Gorillas? Weil Arya es so wollte. Reicht Ihnen das nicht als Begründung? Naja, der echte Grund wäre schon nett. Leute wie Arya tun nichts, ohne einen verdammt guten Grund dafür zu haben. Und den will ich jetzt hören. Okay. Aber Sie haben das nicht von mir. Klar, wenn rauskommt, dass Arya Oracle beschützt, könnte man ihr das als Schwäche auslegen. Und das wiederum könnten einige ausnutzen wollen. Sie stehen nicht auf ihrer Gehaltsliste. Dass Sie Oracle helfen, ist also nur ein spontaner Akt der Nächstenliebe. Aha, okay. Sie stehen nicht auf ihrer Gehaltsliste. Machen oder nicht machen? Wir können es ja immer noch ablehnen. Ich sehe es mir mal an. Gut. Oracle ist unten, vermutlich im Kreise seiner Fans. Verstecken Sie ihn, bis die Söldner sich wieder verziehen. Kommen Sie wieder her, wenn die Sache erledigt ist. Dann kriegen Sie, was Ihnen zusteht. Ja, ich komme wieder, wenn der Job erledigt ist. Viel Glück. Den Patriarchen finden scheint wohl eine Art Nebenmission zu sein. So interpretiere ich das jetzt mal. Ich will... Ach, hier ist noch einer mit Namen, aber mit dem quatsche ich jetzt mal nicht. Ich will jetzt erstmal den Professor finden. Ja, mit dem Barmann reden, das hatten wir schon mal gemacht. Das beläuft sich nicht viel auf Reden, sondern der schmeißt einfach einen Cocktail auf den Tresen und den kann man sich dann mal eben krallen. Ich glaube, wir müssen irgendwo anders lang, um den Prozessor... Ich sag schon wieder Prozessor, um den Professor zu finden. Mein Gott. Ist das so schwer? So, wir gehen mal hier lang. Untere Sektion, Apartments und Marktplatz. Okay, gehen wir mal hier hin. Ich habe jetzt keinen Plan, wo der Professor sein soll. Aber wir gehen einfach mal in eine Tür rein. So, was haben wir denn hier Schönes? Kens Bergungsgut. Mikrofusionsgitter, was für Sach... Munition für schwere Waffen. T6 FBA Kupplungen von Nashan Stellar Dynamics. Das ist doch... Das wollte doch unser Team. Unser, ihr wisst schon, was ich meine. Die Kupplungen, die brauchen wir. Kosten ja nur 500 Credits und wir haben 176.000. Ja, die möchte ich erwerben. Was haben wir hier noch? Schweres Hautgewebe. Shepard erhält plus 10% Gesundheit. Boah, kostet aber 90.000. In die Haut werden starke synthetische Stoffe eingewoben. Ach du Scheiße. Das klingt mir sehr nach Spider-Man. Upgrade für schwere Waffen. Das ist auch relativ teuer. Ne, das nehmen wir mal nicht. Ken. Hey, hatten wir nicht schon mal einen Ken gesprochen? Oder? Nee. Hallo. Haben Sie vielleicht Interesse an geborgener Tech? Jeder Credit ist für ein Ticket, das mich von diesem schrecklichen Felsen runterbringt. Wie wär's mit einem Deal? Ich kaufe viele Teile und Ausrüstung. Vielleicht könnten wir ein Abkommen treffen. Naja, Sie sehen ja durchaus ehrbar aus. Aber Sie dürfen Harrod kein Wort davon verraten. Versteht sich. Dann sind wir im Geschäft. Vielleicht kann ich wenigstens Ihnen was verkaufen. Warum sind Sie hier? Was hat einen netten jungen Mann wie Sie nach Omega verschlagen? Meine Pilgerreise. Nach wenigen Tagen wurde mein Geld gestohlen. Also beschloss ich, Bergungsgut zu verkaufen. Sie sehen ja, was daraus geworden ist. Harrod zwingt mich zu hohen Preisen und ich kann mir nicht mal das Ticket leisten, um von hier zu verschwinden. Erzählen Sie mir von Harrod. Warum kontrolliert Harrod Ihre Preise? Harrod hat mich schwören lassen, dass ich ihn auf keinen Fall unterbiete. Er war zuerst hier, also ist das sein Recht. Aber keiner kauft bei mir, weil er viel billiger ist. Ich kann nicht genug Geld für ein Ticket sparen, um von der Station runterzukommen.
Ich werde mit Harrod auf jeden Fall reden. Ich könnte mit Harrod reden, damit er mal ein bisschen lockerer wird. Ich halte sie nicht davon ab. Wenn sie ihn dazu bringen, mich in Ruhe zu lassen, komme ich vielleicht endlich von dieser Station runter. Sein Laden ist die Rampe hoch, in der Nähe von Marshs Geschäft. Ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn sie irgendwas erreichen. Ich kann das Ticket auch bezahlen. Dann frag mal erstmal, wie teuer. Wie viel brauchen Sie, um von Omega wegzukommen? Dafür brauche ich immer noch 1000 Credits. Aber ich würde das nie von Ihnen annehmen. Es war mein Fehler auf meiner Pilgerreise. Also ist es auch mein Problem. Ihm 1000 Credits geben. Auf Wiedersehen. Ich muss gehen. Auf Wiedersehen. Bitte sehen Sie an meinem Kiosk nach, was ich alles zu verkaufen habe. Und vielen Dank. Wir können ja erst einmal mit Harrod reden und dann können wir ihm immer noch die 1000 Credits geben. Wir haben ja plus 5. Was mit Jacob reden? Dieser Ort. Wie kann man jemanden einfach so verrotten lassen? Sie verstehen es nicht oder wollen Sie nur nicht? Ist das wirklich wichtig? Nein. Omega arbeitet schon seit sehr langer Zeit so. Das ändert jetzt niemand mehr. Okay, das scheint hier unten das Pennerviertel zu sein. Und hier ist doch bestimmt Harrod, oder? Nee. Die Rampe hoch, Omega-Markt. Marsch. Marsch, wo haben wir denn Harrod? Harrods Emporium. Stöbern. Ach so, nee, das muss irgendwo weiter... Hä, Harrods Emporium? Nee, das ist es nee, nicht. Omega-Markt, Marsch. Ach, hier haben wir Harrod. Ach, Harrod ist so ein Elkor. Guck einer an. Was hat denn der so anzubieten? Ein Gateschiff-Modell, okay. Ein Visor. Brustplatte. Universalwerkzeug. Aha, okay, aber wir wollen erstmal nichts kaufen. Wir wollen mit dir quatschen. Vorsichtig aufgeregt. Willkommen, Mensch. Was kann ich für Sie tun? Ja, reden wir über den Quarianer. Erzählen Sie mir von Ihrem Deal mit dem Quarianer da drüben. Misstrauisch. Wenn es einen solchen Deal gäbe, würde ich ihn sicher nicht mit Ihnen diskutieren. Anklagen. Ich wüsste allerdings nicht, was Sie das angeht. Lassen Sie den Quarianer einfach in Ruhe. Wir beide könnten doch einen Deal machen. Sie lassen ihn seine eigenen Preise festlegen und ich breche Ihnen nicht die Beine. Mit kaum verhohlener Angst. Sie sind ein harter Verhandlungspartner, Mensch. Ich habe noch nicht mal angefangen. Resignierend. Also gut. Ich enthebe den Quarianer von seinem Versprechen. Persönlich, um zu beweisen, dass es keine Feindseligkeit zwischen uns gibt, biete ich Ihnen einen Rabatt auf meine Waren an. Aha, und was haben Sie anzubieten? Was für Waren verkaufen Sie hier? Freundlich, Bergungsgut, alles Mögliche, das meiste davon legal. Voller Stolz, ich habe die niedrigsten Preise der ganzen Station. Günstigeres Bergungsgut werden Sie nirgendwo finden. Ich habe einiges zu erledigen. Höflich, einen schönen Tag noch. Schauen Sie bei meinem Kiosk vorbei, wenn Sie etwas kaufen möchten. Misstrauisch, verpissen Sie sich. So. Hätten wir das geklärt? Was? Verrückter Prophet, ach du Scheiße. Schnell weg! Ja, aber nicht für uns. Omega-Markt, was haben die hier eigentlich? Präzision Fornax, was ist das? Schlüpfrige Alien-Zeitschrift. Credits 5, ach du Scheiße, wer braucht sowas? Modell Stimulationsleitungen. Eine Reihe von Beryllium- und Wolframschienen unterstützen und verbessern die Kombination. Erhöhen Sturmlaufgeschwindigkeit um 10%. Ja, ja. Ja, ja, ist schon klar. Das brauchen wir erstmal alles nicht. Rennen. Ja, ja, in deinen Träumen vielleicht. So, Ken. Ich habe gehört, dass Sie mit Harrod gesprochen haben. Ich danke Ihnen vielmals. Wenn das so weitergeht, kann ich die Station bald verlassen. Schön für Sie. Nein, wir geben ihm jetzt mal die 1000 Credits. Seien wir halt nicht so. Hier, bitte. 1000 Credits. Und jetzt weg von hier. Ich... Danke. Damit kann ich meine Pilgerreise endlich fortsetzen.
Ich kaufe mir sofort ein Ticket. Nochmals vielen Dank.